Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Der Retter oder rette sich, wer kann. Wenn du es ahnst, es geht nichts mehr, dann kommt der Medon aus dem Nichts daher. Seine Bahnprivatisierung war so erfolgreich, dass sie den Bahnfahrern kräftig an die Börse ging. In vielen Orten und Regionen des Landes erinnert nichts mehr daran, dass es dort einmal ein Bahnnetz und eine Bahnverbindung gab. Die Bahn AG investierte vor allem in die Umbenennung von Straßen und Plätzen aus am Bahnhof, wurde am Medon, aus zum Bahnhof wurde zum Medon und so weiter. Um die Bahn aus dem öffentlichen Gedächtnis zu entfernen. In der Zwischenzeit hatte der schnellwüchsige Medon die Gleisanlagen und Bahndämme völlig renaturiert. Dafür bekam der Bahnchef 1999 die Auszeichnung Ökomanager des Jahres. Sein Nachfolger Rüdiger Grube hält an dieser Unternehmenspolitik fest und will 2021, wenn alles gut geht, den Stuttgarter Bahnhofsplatz, nachdem der alte Bahnhof komplett zurückgebaut wurde und auf dem Gelände nur eine riesige Baugrube zu finden ist, in An der Grube umbenennen. Doch bevor es zu einem Nachfolger an der Bahnspitze kam, bekam der harte Mut der Bahn den Mielke Award 2.0, weil er sich so fürsorglich um das Privatleben seiner Mitarbeiter kümmerte. Dann die Radreifenprobleme beim ICE, die auch nur auftraten, weil immer noch nicht alle Bahnstrecken eingestellt und renaturiert worden waren. Das machte ihm zu schaffen. In diesem Moment kam Rettung aus der Luft. Von Air Berlin. Doch auch diese Maschine wollte nicht so richtig durchstarten. Kurz vor einer bevorstehenden Bruchlandung rettete ihn Bundesverkehrsminister Ramsauer, indem er ihn beherzt aus einer ins Trudeln geratenen Ferienfliegermaschine stieß. Völlig verwirrt fand er sich auf der verlassenen Baustelle vom Flughafen Berlin-Brandenburg International Willy Brandt wieder, wo er, bevor er wieder richtig zu sich kam, von König Vovi dem Ersten von Spree Athen umarmt und geküsst wurde mit den Worten: Dich schickt der Himmel. Denn immerhin ist das Einzige, was funktioniert, am Flughafen Berlin-Brandenburg International, das sind die Belüftungsfahrten der Berliner S-Bahn. Berliner S-Bahn-Kunden meinen eher, die Belüftungsfahrten sind das Einzige, was bei der S-Bahn in Berlin funktioniert. Aber nun ja, man kann auch verschiedener Meinung sein. Bleibt am Ende nur die eine oder andere Frage. Wird der frisch gebackene 70 Jahre alte Flughafenchef eher im Himmel sein, als es ein Flugzeug von einer der Startbahnen je schaffen wird? Aber egal, wichtiger ist doch die Frage, was wird er machen, wenn die ersten Kofferbänder rückwärts im Testbetrieb laufen? Ich vermute mal, er rettet dann für die von der FDP gefrackte Angie die Energiewende. Also die Atomkraft, die Kohle und findet in einer stillgelegten Baugrube in Stuttgart das ideale Endlager, in der dann der ganze Atommüll versenkt werden kann. Der Stuttgarter Stern strahlt nun wieder in völlig neuem Glanze und so rettet er
in diesem Atemzug ganz nebenbei auch Mercedes-Benz. Da die Castoren nach Stuttgart ohne Bahnanschluss natürlich mit dem LKW transportiert werden müssen. So, liebe Freunde, ich rette mich jetzt mal wieder mit einer Kiste Bier über die kommenden Tage und verbleibe, sollte ich noch zu retten sein, herzlichst. Bis zum nächsten Mal, euer Franz Zehnbier. Das war mit Zehnbier durch die Woche, präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media.